Turbi Daikro Song. Leute, Überraschung. Das ist ein Video mit Ricky, ihr blöden Wichser. Das ist jetzt so. Müsst ihr durch. 17:30 Uhr. Trotzdem, Ricky. Kornlo ja. Und ich hatten heute Morgen keine Lust. Ja, nein, die haben sich gestritten. Die haben sich aufgelöst. Ich bin der neue Kornel. Ja, nee. So, bisschen Smash. Okay. Bisschen Smash. Und meine Schwiegermutter meldet sich bestimmt auch bereit dazu, deine Küche aufzumachen, der Wolle. Die kommt gleich vorbei nach Osnabrück und räumt deine Küche auf dafür, dass wir jetzt Smash spielen können. Können wir besser ein paar andere Sachen noch aufräumen hier. Ach, ihr seid das doch alles scheiße. Hör auf, jetzt darüber zu reden. Ich zieh mir alles runter. Willkommen zu Smash Bros. Das wird ein bisschen, das wird spaßig. Wir hatten bei mir auch einen Smash Bros. Part gemacht, der kommt heute auch. Ich wollte gerade fragen, wann kommt der auch irgendwann mal? Ich habe den Leuten schon vor drei Tagen gesagt, dass er kommt. Weil du gesagt hast, er kommt am selben Tag. Ja, habe ich alles nicht gepackt. Das hat durch den Marathon alles ein bisschen verschoben. Es tut mir leid. Und dann war ich noch erkältet und krank und so. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Ja, aber jetzt stehe ich da wie der Lügenlord. Ja, du bist ja auch der Lügenlord. Weil jeder weiß, dass, wenn ich mal sage, das kommt so und so, ne? Dann ist das in Stein gemeißelt. Naja, in Stein gemeißelt. Und jetzt ist das wegen dir ins Wanken gekommen. Dann kriegst du dich ein bisschen auf die Fresse und dann hast du gleich in Ruhe. Dann hast du hier dein Smash-Part schon mal. Schön. Ist schon mal Vorbereitung für das Smash-Turnier, was wir irgendwann mal machen dieses Jahr. Boah, da freue ich mich drauf, ne? Weißt du was? Das mache ich auch. Ich werde das zusammen planen, riesengroß, mit Christian. Warum denn mit Christian? Weil der Sachen planen kann und ich nicht. Es wäre halt geil, wenn wir daraus vielleicht auch so ein kleines Streamer-Turnier machen könnten. Ja. So mit ganz vielen, aber dann auch richtig lang. So mit Loser-Bracket, dass man auch wieder zurückkommen kann und so. Also so richtig nicht einmal gespielt, verloren, ja, aber dann scheiße. Aber dann auch mit Treffen. Oh, immer mit Treffen. Weil du, wieso müssen Behinderte diskriminiert werden? Ich verstehe das nicht. Ich habe eine Schwerbehinderung, kann deswegen nicht kommen und werde jetzt diskriminiert, dass ich in meinem eigenen Smash Bros. Turnier nicht mitspielen kann. Das ist ja mein Turnier. Ja, aber findet ja nur statt, weil ich das Spiel bekommen habe. Das ja, war aber ja der Deal. Aber da könntest du ja gucken, Vincent. Ja, du könntest sie einfach angucken. Ja, das wäre auch geil, aber ich will eigentlich auch mitmachen. Ja, da musst du deinen Arsch nach Hamburg bringen. Smash Bros. Macht mir sogar so viel Spaß, dass ich mir denke, ich möchte mitmachen. Siehst du? Übrigens, falls sich einer wundert, Wollo, warum verlierst du? Das ist nicht mein Main, mit dem spiele ich aber so gerne. Aber Ricky, der Eklige, hat seinen Main genommen. Ich dachte, du fängst mit Ridley an, das wusste ich ja nicht. Ich habe direkt geändert, weil ich mir dachte, erstmal Spaß, ne, und dann ernst. Ja, mir macht Gewinn Spaß, alles gut. Okay. Ja, mir nicht. Alles okay. Vor allem passt das ja auch zu mehr. Ich muss ja auch natürlich den Charakter nehmen, der zu mehr passt, ne? Schöne Musik. Beste Zelda-Spiel. Hasse die Musik gerade. Beste Zelda-Spiel. Freue mich schon, wenn wir dann bald, also das kommt übrigens nach Sonic. Ne? Nach Sonic werden wir Windwalker spielen, ne? Nee. Bei mir, doch. Nee. Doch. Wenn du keine Klicks willst, dann okay. Ist okay. Erst mit Sonic reinfloppen, dann damit, okay. Ich glaube, Sonic floppt gar nicht so rein. Nee, aber Windwalker auf jeden Fall. Ja, Windwalker dann auch. Das wird, wirst du deinen Enkel noch von erzählen. Leute, wenn ich jemals wieder Wind Waker spielen sollte, ne, dann ist das letzte Let's Play auf meinem Kanal. Ich sag euch, wie es ist. Das ist quasi mein Paper Mario 2. Ich sag sowas nicht, weil ich werde irgendwann dann sowieso wieder anfangen. Ich werde merken, Alter, ich brauche Geld. Ich fange wieder an. Ihr könnt mich mal. Sind wir mal ehrlich, weil ich meine, selbst Paper Mario 2 würde besser laufen als Wind Waker. Jetzt hast du, ich habe jetzt Ridley genommen, ich sag das nur, ne? Ach so, ja, ich nicht. Jetzt, ja. Wir müssen schon richtig spielen. Nee, aber plan das mal bitte. Von mir aus auch mit vorbeikommen, ich komm dann. Ja, komm dann. Ja! Aber wie willst du so viele Streamer bei dir unterkriegen? Nee, so Christian. Hat doch ein Kino in Hamburg. Und auch ein Büro und ein Studio und sowas, alles drum und dran. Machen wir das da drin, das ist schön Kino, gemütlich. Auf dem Kinositz kann ich auch gut sitzen. Ja, siehst du? Also, all gut. Wobei geht. Sag mal. Einfach unbesiegbar, Captain Falcon. Das wollen wir noch mal sehen. Guck mal, wie er sich jetzt konzentrieren muss. Oh mein Gott. Das war knapp, mein Süßer. Man redet auch nicht damit, dass jemand so doof ist und einen Falcon Punch benutzt. Ich liebe Captain Falcon eigentlich. Warum spiele ich den so sehr? Ich bin Gott-Gamer mit dem gerade. Einfach der beste Captain Falcon EU West. Oder nicht? Hm. Wollen wir mal sehen. Wollen wir doch mal... Oh. Sehen.
Hörst du jetzt mal auf? Nein. Boah, bist du nervig. Boah, bist du nervig. Ich muss es anders machen, Ricky. Haben wir mal nachgedacht? Strategie ändern. Anpassungsfähig sein. Das ist wichtig, dieses Videospiel. Mhm. Ganz toll. Oh, ich war mir... Vielleicht war ich mir gerade zu sicher. Ja, ich komme noch zurück. Ja, klar kommst du zurück, merke ich gerade. Gefällt mir gar nicht. Hör jetzt, du kleiner Bastard, ne? Wie kann man so ein ekliges Stück Scheiße? Ne? Ich bin vorhin mit 22% so gestorben. Also nervig. Und sonst? Ja, sonst alles gut. Gut. Schönes Wetter heute in Hamburg, ne? Nicht zu warm, nicht zu kalt. Perfekt. Schön. Johnny hat mir zugesagt zum Trinken und machen und ein bisschen zocken und Krebs und so ein Scheiß. Krebs gibt's auch. Na klar. Also wer kommt da alles? Also bisher aktuell kommen Tesi und Johnny. Ja. Christian vielleicht und ja. Lena war die noch eine Antwort. Hockey und Schimplex haben leider beide abgesagt. Schon mal gut. Scheiß Hockey. Was? Hallo? Bitte was? Wer hat hier geredet? Wer, hat? Wer war die Stimme da aus dem Off? Das war ein Spaß übrigens, ne, bevor geht es. Ach, ehrlich? Aber der arme Mann, der denkt, nein, das meinst du das ernst. Das denkt der nicht. Der ist doch so alt wie ich, der kennt das. Ich will das nicht. Oh, okay. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ach so, ja, jetzt machen können. Du hast einfach ein Ja gedrückt. Ja. Aber Lena Vanille kenne ich nicht, deswegen, dann komme ich nicht. Noch ist sie ja noch gar nicht zugesagt, ob sie überhaupt kommt. Betreibt die Fettshaming? Nein. Wenn die mit mir, was heißt befreundet, wenn die zu mir mitkommen würde, dann würde ich auch zu dir mitkommen. Also, so, das klingt jetzt falsch, wie ich das gesagt habe. Du weißt genau, wie ich das meine. Du weißt genau, das. Das klang scheiße. Nee, richtig gut finde ich das. Erstmal jetzt grundsätzlich. Na, das ist eine super Liebe. Klingt nett. Ja! Dann nenne ich auch mal Tammy endlich kennen. Ich fand das witzig. Müssen euch ja kennenlernen, damit wir uns auf die Hochzeit einladen können. Ach damit so! Ja, Johnny kann natürlich wieder. Ja, aber dann bin ich da der Idiot ohne. Ne? Natürlich kommt. Ich glaube nicht. Also, Tesi hat einen Freund? Ja, Tom Holland, denke ich. Ich denke, der kommt auch, oder? Natürlich, der Tom ist ja immer eingeladen bei mir. Weißt du doch. Hat Christian eine Freundin? Bestimmt. Ja, macht Emmas Weibliches hat er immer dabei. Ich wollte gerade sagen, eigentlich so. Emmas hat er immer mit. Ob das dann die Freundin ist oder sonst was, man weiß es ja nicht. Aber irgendwas wird schon mitkommen. Auf jeden Fall, irgendwas ist dabei. Okay. Einer Follow, okay, jetzt, okay. Wissen, ja, ich bring Püppi mit. Von Not. Willst du kommen? Ich bin der Weirdo, der dann mit seinem Püppchen kommt. Willst du oder nicht? Ich hol dich ab. Guck mal, ich überleg mal. Kommt drauf an, wie das wieder. Ich hol dich ab! Ja, kommt drauf an, ob ich Sabaton technisch was mache oder nicht und überhaupt. Guck mal. Wenn meine Wohnung sauber ist, vielleicht. Aber du müsstest mich abholen, tatsächlich. Ich hol dich ab. Und du müsstest mich auch wieder zurückbringen, ne? Das ist nicht klar. Ja, ist nicht schlimm. Boah, Ricky, dann können wir auf dem Rückweg bei Burger King essen. Geil wäre ja das denn. Also natürlich nur, wenn wir kurz vor meinem Haus sind, damit ich scheißen gehen kann. nicht irgendwie mitten auf dem Weg. Das machen wir nicht. Nee, und dann mache ich hier lecker Currywurst-Pommes und dann gibt es eine Nachspeise-Crepe, Currywurst mit selbstgemachter Currysoße. Ich habe ja zwei Toiletten, hast du gesagt. Ja, ne? Du kannst dich ausscheißen, so viel du willst. Ja, also gestern kam Laktase 28.000 und Fructate an. Und ich kann dir sagen, hat gar nichts gebracht. Also weniger als gar nichts, würde ich behaupten. Also die Laktase wäre bei mir echt, also ich hab nur 7.000er, ne? Die haben echt geholfen. Nothing. Also ich habe... Also wenn es noch schlimmer gewesen wäre, okay, man weiß es nicht, aber war schon wild, trotzdem. Deswegen, Okay, jetzt wechsel mal bitte den Charakter, damit ich dich auch ernst nehmen kann, wenn ich dich zerficke. Wobei, ich wechsle auch nochmal den Charakter. Okay, dann wechsel mal. Kannst trotzdem ernst spielen. Ja, ich hab... Ja, fick dich doch. Erlaubt dir das. So, wen nehmen wir denn mal? Immer was ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gespielt habe. Aber jetzt die Lust, ich verspüre die Lust. Ich würde sowieso nennen, das hat Johnny letztens gemacht. Ich weiß nicht, ob er das ganz gemacht hat, weil ich habe. Alle Charaktere einmal spielen? Am Ende geguckt, da das mit Heißel zusammen gemacht. Wer irgendwie einmal durchs Roster spielen oder bis zur Hälfte. Jedes Mal, wenn man gewinnt, dann darf man den nächsten Charakter nehmen, ne? Ja. Und wer zuerst mit jedem Charakter gewonnen hat, einmal.
klingt. Das ist ganz geil, aber ich habe nur so die letzten drei Matches gesehen und Heizel hat das Ding so zusammengebrüllt und geschrien, dass ich Angst hatte, dass meine Nachbarn gleich auf der Matte stehen, ne? War ein bisschen belastend. Ja, Bruder, der hat. Also, hätte ihn jemand abgestochen, wäre es nicht so laut geworden, würde ich sagen. Blocky, mein Süßer. Genau, die Iron Man. Iron Man Challenge. Ich wollte Iron Man gerade sagen. Aber Iron Man. Challenge. Iron Man gibt's auch. Ja, gibt es halt. Okay, ich hab Junger Link habe ich so lange nicht mehr genommen, Regine. Ja, gucken, ob er gegen Bowser gewinnt. Normal. Stark. Ich kann ja das hier, also kann ich gar nicht verlieren. Er kann den Stein, also alles gut. Mist. Blocky, bist du auf der Polaris, mein Süßer? Wahrscheinlich nicht, ne? Polaris, musst du mal sagen. Polaris, ey. Da kommen alle meine Haters. Da kommen alle deine Haters. Kannst du sie grüßen? Grüße alle deine Haters. Ich kaufe ein T-Shirt mit Number One Hater, follow you. Dann wirst du auch angesprochen. Oh, das bin ich schon, Huren, so. Da krieg ich Streit. Ich bin der größte Hater von Wallo. Und nun sagen wir nicht. Nächstes Jahr steht er da aus, okay, das wird cool. Die sagen dann doof, Mann. Böser doof, Ricky, Mann. Sagen die. Du blöd Doofkopf. Die sagen böser Ricky. Das wäre der angebrachte Wortlaut. Tatsächlich. Hey, ich bin gar nicht auf der Polaris. Ach, war so. Alle Arschlöcher. Wenn du mein schlimmster Hater wärst, ne? Das wäre das so kleinste. Dann wäre es ja gar nicht so schlimm. Ja, wärst du ein hübscher Hater. Das ist so ein Süßi, ne? Hast du auch zufälligerweise das Foto gesehen, wo der bei Eugen war? Der war so? Ja. Oder ich kenne ihn ja von der Gamescom. Ich hab den war so auch schon echt gesehen, ne? Der findet sich fett und hässlich. Was? Kein Wunder, dass der depressiv ist. Der hat keine Ahnung vom Leben. Ne? Was? Ja, muss ich mal reinziehen. Alter, wenn ich aussehe wie Vase, dann wäre ich der größte Chick-Magnet auf Erden, Alter. Ja, der macht das kaputt mit fehlendem Selbstvertrauen bis zum Also wirklich, mehr, ne? Der sieht ja so gut aus. Eben. Ja richtig, richtig gut aussehen da. Also richtig. Aber man kann das halt auch versauen, indem man sich dann wie ein Idiot verhält. Das Ding ist, du hast halt dieses so, er sieht gut aus und dann hat er noch Haare, auf die selbst Frauen neidisch sind. Digga, der hat Haare, Bruder. Das ist der Wahnsinn. Ne? Von Gott geküsst. Ja, also wirklich. Hat er auch noch die richtige Meinung. Ja. Ist ein Feminist vom Herrn. Ja, was willst du denn, was kannst du denn mehr wollen? Wer ist das auch das Problem? Manch böse Zunge würde sagen, das ist das Problem am Ende. Wenn man zu perfekt ist, ne? Das ist manchmal auch, ist auch nicht gut. Drake wäre auch neidisch, wenn man... Lass nicht über Drake reden, ich rede ungern über Müll. So. Boah, Digga, das kann ich jetzt nicht mehr hochladen. Doch, kannst du. Das ist meine Meinung. Total übertrieben, aber ich distanziere mich. Ja, kannst du auch. Ich distanziere mich vor so einer oh, Toon-Link, wollte ich schon sagen. Ich verstehe gar nicht, warum du Toon-Link nimmst. Jung-Link ist viel besser. Lässt sich so anders steuern. Das ja, ganz, viel ganz geiler. Das finde ich überhaupt nicht. Der hat die besseren Moves gekriegt, ja. Muss man fairerweise sagen. Dieses Spiel macht auch so, also ich finde Smash macht so viel Spaß, ne? Ich habe mir auch gestern überlegt, sollte es heute tatsächlich passieren und die Apotheke macht noch auf, ich würde so gerne einfach diesen Switch an den Fernseher schließen, mir schön, sag ich mal, eine Schmerztablette reinwichsen, ja. Und dann Smash spielen einfach, die ganze Nacht. So Bock, ne? Weil es so viel Spaß macht, dieses Spiel. Ja, ich versuche nur gerade nicht zu sterben, deswegen lass mich mal. Mir macht das auch Spaß. Ich verstehe nicht, warum. Aber ich bin halt einfach in Online-Matches, kriege ich immer auf die Fresse. Da habe ich keinen Bock drauf mehr. Ja, ich kriege auch auf den Sack in den Online-Matches, aber nicht immer. Gewinne auch mal. Deswegen, das macht Spaß. Das finde ich gut. Finde ich gut. Mhm. So, jetzt warte. Nehme ich auch nochmal einen anderen Schönen. Oh, für die Fans, ne? Für die Fans. Kannst ja nicht hier. Den nehmen wir dann. Wir könnten den nehmen. Ich frage mich, ob ich alle Charaktere habe. Ja, ich habe Cloud, ich habe alle. Ken? Lol. Ja, man weiß das gar nicht mehr, ne? Was hier alle so gibt. Ich hab nicht einen DLC-Charakter. Schlimm.
Bär und Vogel gegen den Luigi. Luigi? Hoffentlich in seiner Mansion. Natürlich. Lull. Oh, aber diese Scheiß-Level. Ist so geil. Die Mucke ist halt so todesgeil. Ich meine, das ist so eh so leise eingestellt. Hört kein Mensch. Aber ich höre es so ein bisschen. Oh, ich kriege immer Gänsehaut direkt, ne? Sobald man die Mucke von Final Fantasy 7 hört. Also das ist, boah, langweilig. Es gibt zwei Spiele, wo ich sofort Bock kriege, wenn ich die Mucke höre. Das ist einmal Zelda Ocarina of Time. Wobei das auch schon mittlerweile ein bisschen zurückgegangen ist, weil ich es halt so oft gespielt habe im Randomizer. Das ist mittlerweile auch so zu sehr in die Normalität gegangen ist, dieses Spiel. Aber bei Final Fantasy 7 Mucke kriege ich sofort Bock, ne? Das ist einfach verrückt. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber das ist bei mir, ich verliere immer recht schnell die Lust daran. Wenn ich WoW-Musik höre, habe ich Bock auf WoW. Verlierst du die Lust? Ja, aber bei WoW verliere ich immer schnell die Lust. Weil dieses Endgame, dieses mit dem Leveln und dann Raiden und dann, das kann ich alles nicht. Und dann dieses auf Item-Level gehen und immer wieder die gleichen Distanzen, das ist nichts für mich. Und dabei müsste es mir das eigentlich Spaß machen, weißt du? Wieso müsste das Spaß machen? Nee, weil es eine offene Welt ist, ich brauche nur rumlaufen, weißt du, so. Eigentlich ist es doch WoW genau das. Ist was denn auch vielleicht Spaß macht? Banjo-Kazooie. Da kannst du auch super viel durch die Welt laufen, rumirren. So langsam was rausfinden, was da zu tun ist. Würde das nicht super viel Freude machen? Ich glaube, du hast dich gemutet oder irgendwas. Ich kann nicht. Nee, nee, ich nicht. Du antwortest mir einfach nicht, ne? Nee, ich hab mir einfach nicht antwortet. Okay. Dich auch lieb. Kuss. Och, Mann. Oh. Oh, das war aber. Das hab selbst ich nicht mehr mitgekriegt. Wollen wir schon umbringen, sowas. Fairness. Aus Fairness? Ja. Wenn's spannender wird. Leute, für die Kommis mal bitte, ne? Bisschen Johnny hat mich nur gerade verarscht und deswegen war ich gerade geschockt, ganz kurz. Bisschen was für die Kommis? Ich habe gesagt, dass Christian auch vielleicht kommt, dann hat er geschrieben, dann komme ich nicht. Und ich so, ja, oh, kann ich verstehen. Und ich so, was, Stress? Was soll denn passiert sein? Na, weiß ich nicht, vielleicht ist ja. Vielleicht hat Johnny da irgendwie jemand falsch gebunkt und so. Was hat er falsch? Vielleicht hat Johnny irgendwas falsch gemacht oder Christian oder so? Johnny hat irgendwas falsch gemacht. Weiß man ja nicht. Ja. Wie schlimm kann es schon sein? Ja, also Johnny anpissen ist, glaube ich, schwierig. Oder Christian, sind ja beides so gute Menschen eigentlich. So wie ich. War ich jemals angepisst? Meine Mama hat immer gesagt, ich soll nicht lügen. War ich jemals angepisst? Meine Mama hat immer gesagt, ich soll nicht lügen. Deswegen lüge ich nicht. Steht doch über alles. Chef, würdet ihr sagen, Woll ist ein guter Mensch? Ja, schon. Seid ehrlich. Warum denn nicht? Was mache ich denn Schlimmes? Also, was mache ich denn Böses? Sag mir, was ich böse mache. Dann kann ich vielleicht dran arbeiten. Deine Wohnung nicht aufräumen. Ja, das ist ja kein. Deswegen ist er kein böser Mensch. Doch, dann bist du ein böser Mensch, oder? Genau. Für den Vermieter vielleicht, aber. Guck mal, selbst der Chat ist still. Ja, das ist ja jetzt ganz überraschend. Nie erlebt. Dass mein Chat still ist? Ja, oder meine. Nie mitgekriegt, dass sowas passiert. Hast du was gegen Lurker? Ruf die Bild-Zeitung an. In Rikis Chat wird nicht geschrieben. Ach, Mann. So. Hast du was gegen Lurker? Nix, was hilft, ne? Nix, was hilft. Ist so. Ja, Ende. Ende im Gelände. Schluss. Ja, ein Part noch. Mit den Mains noch. Wie noch ein paar? Ach so, ich wollte noch ein Part. Ein Kampf noch. Kampf von mir aus. Ja. Ein Kampf noch. Mit Ridley und Toon Link. Einer noch muss. Nichts sagen ist immer Zustimmung. Richtig. Richtig. Bei dem Match konnte man nur für Banjo sein. Warum? Kevin liebt Banjo-Kazooie. Ich kann doch nicht damit rechnen, dass jemand hier im Rigi-Chat Banjo-Kazooie mag. Also ja, gibt es viele, die auch uns mögen und so, auch noch dich. Also die spielen alle RP, aber die mögen auch das. Die haben auch eine Kindheit gehabt. Die haben auch mal eine Kindheit gehabt, ja. Wo es noch kein GTA gab. Wobei, das werden immer weniger, ne? Die GTA 5 nicht als Kind hatten.
Ja, witzig, das ist ja auch schon 10 Jahre alt. Wer heute 20 ist, der hat seine Kinder mit GTA 5 verbracht einfach. Ist verrückt, oder? Die sind dann 20, Ricky. 20! Das ist verrückt, oder? Das ist einfach verrückt. Ist es. Die haben ihre Kinder in Mario Kart 8 und GTA 5. Und das hat sich bis ins Erwachsenenalter gezogen bei denen. Das verrückt. Muss auch scheiße sein. Nur eigentlich. Diese beiden Spiele. Denn dazu noch, vielleicht noch ein bisschen FIFA, Fortnite. Minecraft. Fünf Spiele haben alle. Wir haben alle nur 5 Spiele gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob das geil ist. Nee. Und wir hatten. Ich weiß, das von Adventure 2, Mario Galaxy, Mario Sunshine. Ach, alles hatten wir. Dann Mario 64, Smash, Mario Party, Theme Park. Theme Park, Rollercoaster, Age of Empires. Das ist so meine Kindheit, weißt du? Klingt gut. Finde ich nicht schlecht. Finde ich voll okay. Ja, ja, klingt gut, ne? Klingt wirklich nicht nach dem der schlechtesten Kinder der Welt. Klingt besser als Fortnite, Minecraft und GTA 5. GTA 5, ja. Und Mario Kart. Weiß ich nicht. Klingt schon irgendwie... Guck mal hier. Meine Schwiegermutter mag dich. Ja, immerhin. Die möchte auch... Oh, Mann! Die hat gesagt, wenn du mal herkommst, dann soll ich auch Bescheid sagen. Ich möchte ein Autogramm. Das wäre mir unangenehm. Ich danke für diese Unangenehmigkeit dann. Ich habe tatsächlich meinem Schwiegervater... Einmal Stars treffen, ne? Für einen Mitarbeiter von meinem Schwiegervater habe ich ein Autogramm mitgebracht von Cintiqa. Okay. Eine Fahne unterschrieben. Es ist aber auch manchmal... Es gibt halt auch Leute, ne? Das denke ich mir immer wieder, weil ich denke mir dann ja auch manchmal so... Boah, hoffentlich streamt diese eine Person jetzt heute mal. Das wäre mal ganz... Das wird mir den Abend schon tatsächlich jetzt retten. Und es gibt tatsächlich Leute, Ricky, wobei vielleicht auch nicht. Man kann ja hoffen, dass es die gibt. Die haben das auch bei dir oder bei mir. Das ist verrückt, oder? Aber wahrscheinlich nicht. Ne? Dass der Abend versüßt ist, weil ich mit meinem fetten Arsch vom PC sitze. Und schlechte Laune verbreite. Also bei mir. Mann. Aber ja, also ich denke mal auch immer, wenn ich sowas habe, dann müssen andere Leute das ja eigentlich auch haben. Dass sie sich dann denken, oh geil, Gott sei Dank, Digga. Wenn der heute nicht online gekommen ist, ich hätte nicht gewusst, was ich gemacht hätte. Ja, das Lieben, war's das aber. Das war Smash Bros. Zumindest, dass ich nicht Cornel bin und bis zum nächsten Mal. Ah ja. Ja. Ja, ciao. Noch ein paar Kilo dann. Ciao. Arschloch.